Ja, dieses ökologische Grundeinkommen ist der Versuch, Ökologie, Soziales und Freiheitliches zu kombinieren. Was der Unterschied zum in Anführungsstrichen Standard bedingungslosen Grundeinkommen? Seine Finanzierung. Ein ökologisches Grundeinkommen wird finanziert über Ökosteuern, über Abgaben auf Umweltverbräuche, die wir als Gesellschaft für problematisch halten. Zum Beispiel CO2-Emissionen, zum Beispiel die Nutzung von Ressourcen. Das würde im Praktischen so aussehen, dass diese Umweltverbräuche am Anfang und am Ende besteuert werden. Also dort, wo eine Ressource verbraucht wird, wird eine Abgabe fällig. Oder dort, wo ein Umweltmedium belastet wird, zum Beispiel Luft oder ein Gewässer mit irgendwelchen Schadstoffen, da wird eine Abgabe fällig, nicht auf das Endprodukt. Das hat mehrere Vorteile, das am Anfang und am Ende zu machen. Man besteuert das, was uns eigentlich wirklich stört. Das ist, finde ich, der wichtigste Vorteil. Und stört ja, dass wir bestimmte Ressourcen mehr nutzen, als es nachhaltig, dauerhaft möglich wäre. Und uns stört auch, dass wir bestimmte Senken, Atmosphäre als erstes fällt einem da ein, über Gebühr nutzen. Und das muss mit einem Preis belegt werden. Nicht das Endprodukt. Das wäre viel zu kompliziert, das alles auszurechnen. Ne? Wie viel Umweltverbrauch ist in den 100.000 Endprodukten, die man irgendwo kaufen kann, hier drin? Für manche gibt es da wissenschaftliche Gutachten, wie viel Umwelt da, wie viel Energie da drin ist. Aber da gibt es ja große Schwankungsbreiten. Wie will man das alles ausrechnen und dann auch noch irgendwie halbwegs legitimiert besteuern? Das braucht man auch nicht. Der Vorteil dabei ist auch, dass es neutral ist gegenüber bestimmten Lebensstilen. Ich besteuere nicht ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel einen Fernseher oder so, wenn ich der Meinung wäre, ja, das ist vielleicht kein förderungswürdiger Lebensstil. Die Leute, die große Fernseher haben, die sollen dafür mal Steuern zahlen, weil das verbraucht ja irgendwie Umwelt. Nein, in diesen Fernseher kommt automatisch über die Wertschöpfungskette, wenn da viel Umwelt drin ist, automatisch dieser Preis rein. Aber ich lege mich da von vornherein nicht fest. Und das dritte Argument, das so zu machen, ist, es ist unbürokratisch. Also einige wesentliche zentrale Umweltnutzungen, die wir begrenzen wollen als Gesellschaft, die besteuern wir und nicht Hunderttausende von Produkten. Wie sollte man das umsetzen? Das wäre ein Bürokratie-Horror. Jetzt taucht natürlich sofort die Frage auf, wenn ich Umwelt besteuere, das ist ja ungerecht. Ne? Schadet das nicht denjenigen mit geringem Einkommen, die darunter dann eben zu leiden haben, dass ihre Heizkosten höher werden und so weiter? Nein, das ist genau umgekehrt. Der Umweltverbrauch, der steigt mit dem Einkommen. Da gibt es ganz klare Statistiken, die ich jetzt hier nicht so schnell zeigen kann, kann man nachlesen. Und wenn ich Umweltverbrauch besteuere, dann zahlen die mit überdurchschnittlichen Einkommen mehr, kriegen aber, wenn ich diese ganzen Einnahmen nehme und pro Kopf wieder ausschütte, kriegen aber nur einen gleichen Anteil. Das heißt, der Saldo ist so, für die überdurchschnittlich Verdienenden ist er negativ und für die, die ärmer sind, ist er positiv. Ich habe also zwei Dinge, die elementar wichtig sind. Umverteilung, das hat Nico Pech auch gesagt, brauchen wir für eine Postwachstumsgesellschaft. Und ökologische Steuerung, die habe ich mit einem Instrument hier kombiniert. Ne? Ich mache eine Ökosteuer und habe gleichzeitig einen Umverteilungseffekt. Ja, wie ist jetzt der Zusammenhang zur Postwachstumsökonomie? Eine Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, ja, da kriegen Leute Geld in die Hand und dann kaufen die irgendeinen Blödsinn. Das schwang ja eben auch bei Nico so an. Das ist problematisch, wenn Leute ohne irgendeine Reziprozität, ohne irgendeine Verpflichtung da auf einmal jetzt alle mehr Geld kriegen und die verursachen noch mehr Umweltverbrauch, die kaufen noch mehr Blödsinn. Nun kann man sagen, gut, ein
bedingungsloses Grundeinkommen führt zu einer ganz anderen psychologischen Haltung des Einzelnen. Es vermittelt ein Gefühl der Fülle, ein Gefühl der Sicherheit. Der Einzelne läuft nicht mehr irgendwelchen, die er über sich stehen sieht, hinterher und versucht, dieses Defizitgefühl durch Konsum, durch demonstrativen Konsum, durch Statuskonsum auszugleichen. Er wird also seinen Konsum, den er dann noch haben möchte, authentischer machen. Er wird irgendwie echter, den eigentlichen Bedürfnissen entspringen und nicht mehr dieser ganze Aufholkonsum. Also dadurch wird der Konsum schon weniger. Das ist das eine. Die andere Seite der Ökonomie ist ja die Produktion. Und auch da kann man sagen, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen habe ich es nicht mehr nötig, eine ökologisch problematische Produktionstätigkeit anzunehmen. Ich muss nicht mehr, nur um die Miete für mich und meine Kinder bezahlen zu können, Autos am Fließband produzieren. Ich kann auch mal Nein sagen. Also das klassische Argument eines bedingungslosen Grundeinkommens, Nein sagen zu können, zu dem, was ich eigentlich nicht will, was ich ökologisch für problematisch halte, was ich sozial vielleicht für problematisch halte, was ich auch für meine Persönlichkeitsentwicklung für problematisch halte, das kann ich ablehnen. Und das führt eben auch dazu, dass insgesamt weniger ökonomische Tätigkeiten entstehen, weniger Konsum und auch weniger Produktion, weil es insgesamt authentischer wird. Nun kann man sagen, na gut, vielleicht ist das ja so mit der Authentizität, dass die Leute da etwas ganz anderes sich darunter vorstellen als vielleicht Nico Pech. Er sagt, dass authentisch ist, wenn man selber produzieren will. Vielleicht stellen die Leute sich ja darunter vor, authentisch ist es, wenn ich möglichst viele Weltreisen machen möchte. Das mache ich dann. In der Tat wissen wir nicht genau, in welche Richtung eine größere Freiheit führt. Wir haben ja schon gehört, es ging bei diesen Diskussionen immer auch um das Menschenbild und wir können das nicht im Voraus genau sagen, was die Menschen mit einer größeren Freiheit anfangen würden. Wir hoffen, dass es authentischer wird und zu weniger Konsum auch führt, aber so ganz genau können wir das nicht wissen. Das bleibt ein Schwachpunkt des generellen bedingungslosen Grundeinkommens. Nicht aber, wenn ich das über Ökosteuern finanziere, dann mache ich die ganze Sache richtungssicher. Dann unterstütze ich eben auch eine Haltung, dass ich gutes Leben mit weniger Konsum gleichsetze. Das wird dann mikroökonomisch unterstützt, dadurch, dass Konsum generell teurer wird durch die Ökosteuer und dass eben auch die problematischen Konsumformen gerade teurer werden. Dann kriege ich da eine Richtungssicherheit rein. Ich habe ja in der Umweltbewegung zwei ganz große Richtungen. Ne? Die eine ist diese technische Richtung, ja? Dass gesagt wird, wir müssen nur mit anderen Techniken arbeiten, dann können wir denselben Wohlstand bei anderer Technologie weiterführen. Das ist ja nicht ganz verkehrt, da kommen wir gar nicht drum herum. Wir brauchen die Windkraftanlage statt des Kohlekraftwerks. Und diese technische Richtungsänderung, die wird enorm gefördert, ne, wenn ich die Ökosteuer richtig hoch mache. Und ich kann sie nur dann richtig hoch machen, wenn ich sie rückverteile, mit diesem Prinzip, dass ich sie für ein Grundeinkommen verwende. Wenn ich einfach so eine Ökosteuer höher machen würde, ich würde sofort und auch zu Recht Gegenwind kriegen, weil es ärmere Leute über Gebühr belastet. Also das ist die eine Richtung im Umweltdiskurs, andere Technik. Das wird dadurch gefördert, die brauchen wir. Aber dabei darf es nicht bleiben. Das ist ja das Gute bei dieser Kritik, dieser Wachstumskritik, dass das jetzt mal so langsam in die Gesamtgesellschaft durchsickert. Dass es nicht nur bei dem technischen Weg zur Nachhaltigkeit bleiben kann. Wir brauchen eben auch das Weniger. Wir brauchen nicht nur das Anders konsumieren, wir brauchen auch das Weniger. Und beides wird durch eine Ökosteuer gefördert. So. Man kann auch etwas fördern, ohne etwas zu finanzieren. Beides wird gefördert. In welchem Maße, kann ich gar nicht voraussagen, in welchem Maße durch die Besteuerung Leute technische Alternativen suchen oder ob sie es vielleicht sagen, naja,
dann lasse ich es vielleicht lieber ganz, wenn mir das zu teuer ist. Ja? In welchem Maße kann ich das nicht sagen im Voraus, und das muss ich auch nicht im Voraus sagen. Denn was will ich denn? Ich will doch letztendlich nur, dass bestimmte ökologische Grenzen eingehalten werden. Das sichere ich ab über diese Ökosteuer. Und ob das durch Technik oder durch eine Verhaltensänderung, das ist mir letztendlich egal. Ich weiß, wir brauchen beides. Und das ist sozusagen dieser freiheitliche Aspekt, der damit drin ist. Ich schreibe den Leuten kein bestimmtes Verhalten vor. Ich schreibe ihnen nicht vor, sie müssen so und so viel jetzt alleine machen. Oder sie dürfen nur noch so und so viel sich über Industrieprozesse aneignen. Entscheidend ist ja was hinten rauskommt. Und es ist für jeden individuell ganz unterschiedlich. Für den einen ist es authentisch, wenn er sagt, ich möchte irgendwo in der Industrie arbeiten und auch Industrieprodukte kaufen, dafür mehr Zeit haben zum Gitarre spielen. Und der andere sagt, ich möchte diese Produkte lieber selber herstellen und damit mein Leben verbringen. Bin gleich fertig. Also ich überlasse den Individuen die richtigen Wege, für sie selber die richtigen Wege, zur Einhaltung der ökologischen Grenzen. Das muss allerdings klar sein. Ich kann nicht beliebig, da gehe ich mit Nico d'accord, ich kann nicht beliebig sagen, mach mal so, wie du möchtest, aber durch diese Ökosteuer kriege ich ja eine Grenze rein. Dann nochmal der Punkt auch, Ulrich, nochmal, wo du auch sagtest, durch Ökosteuern kriege ich eine Grenze rein. Das war wortwörtlich der letzte Satz in deinem ersten Statement halt. Das glaube ich überhaupt nicht. Wir können nur über Mengengrenzen etwas erreichen. Und politische Institutionen zu fordern, macht uns handlungsunfähig. Und zwar deshalb, weil in deinem Modell, ja, ist es ja so, dass der Einzelne jetzt nichts mehr tun kann. Er kann sich nur noch darauf verlassen, dass die Ökosteuer in Verbindung mit dem Grundeinkommen irgendwie etabliert wird. Aber ich als Mensch muss doch wissen, wie es sich lebt in einer Welt, in der ich ökologische Grenzen einhalte. Die einzig politisch noch akzeptable Frage für mich, die den Ausgangspunkt dann bildet, ist, was darf sich ein einzelnes Individuum im 21. Jahrhundert noch an materiellen Freiheiten rausnehmen, ohne sozial und ökologisch über seine Verhältnisse zu leben? Und wenn ich den Menschen nicht darauf eine Antwort gebe, ja, vielleicht aus Angst, dass das ökodiktatorisch ist oder aus Angst, dass das Freiheiten eingrenzt, komme ich nicht weiter. Denn das ökologische Grundeinkommen mogelt sich um die Frage herum, wie es denn dann runterdekliniert wird auf die individuelle Ebene, wenn wir ökologische Grenzen einhalten. Einfach nur zu sagen, ich will da nichts vorschreiben, ich setze Preise, das funktioniert nicht. Das werden die Leute auch nicht akzeptieren. Sie wollen eine Antwort darauf, wie oft sie dann noch fliegen dürfen, wie viel Fleisch sie essen können, ob sie Auto fahren. Wir hätten, wenn wir von einer individuellen ökologischen Selbstbegrenzung ausging, beim Klimaschutz sind das die bekannten 2,7 Tonnen, haben wir viele Freiheiten, da bin ich schon bei dir, wo man sagt, da kann der eine sagen, ich esse zwar viel Fleisch, aber dafür fliege ich nicht und habe kein Auto und habe nur einen ganz kleinen Wohnraum, das geht. Und umgekehrt kann man sagen, wenn einer mobil ist, muss er Vegetarier sein und so weiter und so fort, das kann schon sein, aber ich muss es runterdeklinieren und da helfen keine Ökosteuern und auch keine Institutionen. Das ist eine Antwort auf die Frage, wie man substanziell dann leben muss. Und wenn man die Antwort gibt, siehe da, dann könnten auch alle Menschen unilateral schon mal erste Schritte gehen und damit genau im Sinne von Frau Wilms und auch von Günter Reifer quasi die Politik in Resonanz versetzen, sie unter Druck setzen. Also das ist natürlich völlig richtig, erstmal zu beginnen, da wo man beginnen kann, ne, das Gute erstmal in die Welt setzen, um zu zeigen, es geht auch anders. Jetzt kommt aber ein Aber, ne? Ich bin da skeptisch, ob man wirklich in der ganzen Gesellschaft, ne, das, was mit gutmeinenden Leuten möglich ist, Leuten, die anfangen, im Rahmen ihres ökologischen Fußabdrucks zu leben, die das berechnen vielleicht sogar, ne, und versuchen, das halbwegs umzusetzen mit wohlmeinenden Unternehmern und so weiter, ob man das so verallgemeinern kann auf die Gesamtgesellschaft. Wir haben es in einer modernen Gesellschaft mit einer kulturell fragmentierten Gesellschaft zu tun. Das werden wir auch so schnell nicht wieder ändern. Und das ist auch gut so, diese Vielfalt. Also brauchen wir auch Institutionen, ne, die das auch für die Gesamtgesellschaft irgendwann verbindlich machen. Ne? Also in der DDR wäre nie richtige Demokratie entstanden, wenn man gesagt hätte, ihr da unten, ist ja gut, wenn ihr da Demokratie macht. Irgendwann war das so sehr im Widerspruch zum herrschenden System, dass man das herrschende System ändern musste. Und so ähnlich ist es auch mit dem Grundeinkommen oder mit der Ökosteuer. Es ist richtig, dass die Initiative von unten kommt. Aber irgendwann brauchen wir auch neue Institutionen, brauchen wir auch ein gastliches Umfeld dafür, dass alle in diese Richtung gehen können, auf
ihre Art und Weise. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass sich das gute Beispiel in eine kulturell fragmentierte Gesellschaft von selber vervielfältigt. Nochmal, völlig richtig, damit erstmal anzufangen. Ansonsten hätte man gar keine Chance. Das war der Fehler der Linken in den 70er, 80er Jahren. Nur Theoriegebäude, das haben Sie richtig gesagt, das bringt gar nichts. Wir dürfen aber nicht das Pendel in die ganz entgegengesetzte Richtung ausschlagen lassen, zu sagen, jetzt machen wir nur noch Praxis von unten und scheren uns nicht mehr um Theorie und scheren uns auch nicht mehr um die Gesamtgesellschaft mit ihren Institutionen. Also zu meinen, wir bräuchten da Institutionen, die uns letzten Endes nur maßregeln können, wenn wir es ernst meinen, mit der Einhaltung ökologischer Grenzen. Das sagt sich schön, aber es ist eben leider utopisch. Die Wahrheit ist doch die, also die überwiegende Mehrheit der Menschen in modernen Konsumdemokratien lebt ökologisch über ihre Verhältnisse. Das heißt, eine Politik, die jetzt Institutionen schafft, um das zu verhindern, muss die Mehrheit disziplinieren. Dann folgt auf dem Fuße die Frage, und wer diszipliniert die Politik, damit sie uns diszipliniert? In einer Demokratie sind wir das selber. Das heißt, die Adressaten dieser Politik. Und das ist eben das Münchhausen-Problem in der demokratischen Politik. Und das kann man in der Tat nicht dadurch lösen, indem man immer wieder die Forderung wiederholt, wir brauchen politische Institutionen. Da bin ich dann doch eher bei Frau Wilms und sogar auch bei Günter Reifer, obwohl ich nicht nur kein Befürworter der Gemeinwohlökonomie bin, sondern mich inzwischen fast schon zu einem Gegner entwickelt habe, weil ich das eben für Budenzauber halte. Aber zumindest in einem Punkt sind wir uns einig, nämlich, dass wenn wir nicht ein Netz, eine dezentrale, autonome Bewegung haben, die Lebensstile überhaupt erstmal hervorbringt, an denen die Politik Maß nehmen könnte, ist sie völlig unfähig, tatsächlich auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir dann tatsächlich auch innerhalb ökologischer Grenzen leben. Und deswegen ist das dann auch kein Widerspruch, wenn man so argumentiert, dass man sagt, ohne autonome Entwicklung der Schablonen, der Blueprints, an denen sich sozusagen Zukunftsfähigkeit orientieren könnte, wird auch keine Politik in der Lage sein, das Wagnis einzugehen, das dann entsprechend über Rahmenbedingungen auch umzusetzen. Ich glaube auch, dass es nicht geht, dass man dem Einzelnen sagt, so und so viel Quadratmeter sind irgendwie in Ordnung und so viel Flugreisen und vielleicht die und die Südfrüchte zu den und den festlichen Angelegenheiten. Also wie will man irgendwie diesen ganzen Umweltkonsum irgendwie in so eine Schablone bringen? Und was ich auch nicht verstehe ist, warum bist du dagegen, Nico, dass man eine Harmonie schafft zwischen der ethischen Entscheidung eines jeden Einzelnen und den Rahmenbedingungen. Das macht doch keinen Sinn, wenn ich selber aus ethischen Gründen, weil ich universal leben möchte, weil ich meinen Fußabdruck nicht zu groß machen möchte, aus universalistischen Motiven heraus und auch aus naturschützerischen Motiven heraus, wenn ich dann ständig und damit gegen meine ökonomische Vernunft handeln muss. Wenn es nicht so ist, dass das, was ökologisch und sozial gut ist, auch das günstigere ist. Warum muss man das den Leuten so schwer machen? Das wäre doch richtig, dass das Bio-Essen, dass es günstiger ist, als das mit Massentierhaltung erstellte. Und genau das erreicht man, wenn man diese schädlichen Sachen besteuert. Du erwartest, dass alle Menschen entgegen dieser ökonomischen, dieser privaten, betriebswirtschaftlichen Vernunft sagen, jawohl, ich nehme das teure Öko-Essen. Das wird nicht klappen. Nee, also du bist in der Logik des grünen Wachstums. Du glaubst ernsthaft, man kann über Geld letzten Endes irgendwie ökologisches Handeln steuern. Die billigste und ökologischste Flugreise, die es gibt, ist die, die man gar nicht antritt. Die ökologischste Form der Ernährung ist mit Sicherheit die billigste. Da gibt es inzwischen so viele Studien, sogar Experimente. Da hat eine Hartz-IV-Empfängerin neulich ein Buch drüber geschrieben, Arm aber Bio. Also der Punkt ist, du willst wirklich, du bist in einem doppelten Münchhausen-Problem, muss ich ehrlich sagen, weil du ernsthaft glaubst, man könne sozusagen eine ökonomische Logik gegen eine ökologische setzen. Das heißt also, man muss die Leute letzten Endes dafür bezahlen, dass sie irgendwie ökologischer leben. Aber dann haben sie doch das Geld, das sie brauchen, um weiter zu konsumieren und möglicherweise alles Mögliche. Also es geht nicht um die Umlagerung oder um die Umstrukturierung von Konsum und Industrie. Es geht schlicht und ergreifend um eine Frage des Rückbaus. Und
Ansprüche zurückzubauen, heißt sogar, dass ich weniger Geld brauche. Also das ist die typische Falle, in die man läuft, nicht wenn man von ökologischer Modernisierung träumt. Und nochmal, noch ein Satz. Sollen ja nicht mehr Geld haben. Es geht mir um eine Veränderung der relativen Preise. Das, was ökologisch problematisch ist, das muss auch deutlich teurer sein. Jawohl. Nicht so, dass die Leute insgesamt mehr Geld haben. Genau. Ich gehe davon aus, dass die Erwerbsarbeit, dass die auch insgesamt weniger wird. Das habe ich ja in meinem Eingangsstatement auch gesagt, dass ich erwarte, dass wenn die Leute die Sicherheit eines Grundeinkommens haben, dass sie weniger Arbeiten annehmen werden, die sie jetzt noch annehmen müssen, weil sie ihre Miete bezahlen müssen. Du willst diese direkte Kopplung, dass jeder stark gezwungen ist zu arbeiten. Wozu führt das? Jeder aus Existenzgründen jede problematische Arbeit annehmen muss. Wer macht die Drecksarbeit? Ich will das entkoppeln durch ein Grundeinkommen. Ich will nicht, dass jemand bei VW arbeiten muss oder sonst was Problematisches machen muss, den Leuten irgendwelche Dinge anschnacken muss, bloß damit er seine Miete bezahlen muss. Aber dann musst du auch so ehrlich sein und den Leuten sagen, dann können wir keine VWs mehr fahren. Ne? Also ich glaube, da habe ich auch keine Probleme mit. Also doch. Na gut, das ist ein krasser Widerspruch zu dem, was du gerade sagtest, als du dich davor drücken wolltest, solche Aussagen zu treffen. Aber ich würde gerne diesen Dialog ein bisschen unterbrechen. Wir würden auch gerne noch von Ihnen was hören. Wir haben jetzt schon Viertel vor vier. Herr Pech hat das doch ganz deutlich gesagt. Die beste Flugreise wäre die, die wir gar nicht in Gang setzen können. Aber ich kann die nicht verbieten als Politikerin und Politiker. Dann gehe ich nämlich unter. Dann gehe ich so schnell unter, so schnell kann ich gar nicht gucken. Und darum brauche ich Instrumentarien, mit denen ich da in diese Richtung kommen kann. Und das eine Instrumentarium wäre eben eine vernünftige Ökobesteuerung, wie auch immer, oder Ressourcenbesteuerung. Und ein weiteres wäre, wenn man es nur ein bisschen weiterdenkt, dass man dann nicht nur das Ökologische sieht, also die Ressourcenverbrauch, sondern auch die ganzen sozialen Logiken mit hineinrechnet. Und dort spielt für mich das Modell der Gemeinwohlökonomie schon eine, trifft für mich die Sache auf den Punkt, wo es umsetzbar wird. Es ist noch nicht das Modell letzter Schluss und das ist ja auch eines von vielen, die es gibt. Aber das Gute ist, es ist erst mal operationalisiert und ich sehe es ja tagtäglich in meiner persönlichen Arbeit, wenn ich mit Unternehmen arbeite, es tut was mit den Menschen. Es passiert was. Es fängt an, ein Umdenken vonstatten zu gehen. Das ist nicht so kompliziert. Es passiert was und dann geht es da in eine bestimmte Richtung. Und das letztliche Ziel ist ja ähnlich wie die Ökosteuer das sieht, dass man jene Unternehmen auch rechtlich belohnt, die mehr für die Gesellschaft tun und nicht wie heute, alle Gesetze sind für alle gleich. Das heißt, es sind dann auch in Zukunft für alle gleich, alle Bestimmungen, nur wenn ich bestimmte Sachen gemeinwohlorientiert dann nachweise, dann komme ich vielleicht in eine negative Mehrwertsteuerlogik hinein, die Sie vorhin angesprochen haben und das incentiviert wiederum und motiviert wiederum weiterzudenken.